Ja. Meine Augen wollen es nicht mehr sehen. Weil meine Augen irgendwie verrückt gerade, warum auch immer. Irgendwas, als ob ich irgendwas ins Auge bekommen hätte oder so, ich weiß es nicht. Oh. Jetzt sehe ich aus, als ob ich gerade aufgestanden wäre. Sehr gut. Ein bisschen in den Augen rumkramern. So, was soll ich gesagt haben? Na, kannst du deine Steuerung benutzen. Das wäre mit meiner eigenen Steuerung auch um einiges cooler. Oh. Weil ich deutlich mehr Gefühl in der linken Hand einfach habe. Ironischerweise. Zumindest was Fangames angeht. Weiß nicht, ob ich das verallgemeinern würde, aber was Fangames angeht, ist ziemlich sicher. Also, ich muss ganz ehrlich sagen, bis hierhin, bis zu diesem Punkt, ist das nicht so schwierig. Aber dann fängt es halt an, ne? So. Nicht zu weit gehen. Ich weiß nicht mal, ob das so unfassbar klug ist, was ich hier gerade mache. Aber. Also ob es klug ist, ganz oben lang zu gehen, unbedingt. Aber bisher funktioniert's, ne? Was will ich nicht beklagen? So. Das heißt, es wird dann nach unten kommen. Nein! Oh. Ja, schön, wenn es so weit funktioniert hat, dass du dich so lange konzentriert hast und dann machst du ganz am Ende einen Fehler, dann bist du gefickt. No matter what. Ist das nicht schön, Kinder? Ist das nicht schön? Nein, ja, finde ich auch nicht. Auch nicht unbedingt so geil, um ehrlich zu sein. Warum tust du das? Warum, Kid? Erklär's mir. Ja, immer schön in diese Kugeln rein. Dashen. Ja, ach man, oh, dieser Anfang hier ist halt auch echt Bullshit. Ganz ehrlich. So. Komm schon. Pff, warum war ich... ohne Spaß. Also nicht nur, dass ich mich in Wände bangen kann und die Steuerung nicht vernünftig funktioniert. Nein, manchmal backen die Dinger auch und ich werde einfach Michael Schumacher auf den Dingern. Ist doch ein Scherz, oder? Auf einmal war ich sowas von super schnell. Och ja, ficken sie sich. Guck, und jetzt bin ich wieder krüppels langsam. Ich weiß es nicht. Ich glaube, krüppels langsam soll halt eigentlich der Normalzustand sein, aber... Oh. Mikrozentimeter nicht genug weiter. Da war ich schon wieder ein Michael Schumacher. Ja, das ist so behindert. Ohne Spaß. Wie gesagt, die Idee an sich ist super geil, aber die Umsetzung ist halt echt fragwürdig. Alter, da ist er wieder so super, das macht so keinen Sinn.
Das heißt, ich möchte jetzt lieber weiter nach links gehen, weil jetzt, wenn er jetzt wieder so super schnell ist, hab ich dann halt nicht wirklich Bock drauf. Oh mein Gott. Woher kommt die Musik eigentlich? Fangen wir doch mal was Konstruktives. Wo ist die Musik eigentlich hier in diesem Spiel? Ich komme mir nämlich unfassbar bekannt vor, aber ich kann sie nicht wirklich zuordnen. Sprungtaste. Speichern. Dankeschön. Bitte lass mich jetzt in irgendeinen anderen. So. Okay, hier sind Zahnräder am Rumeiern. Ist cool. Ich will die Steuerung wieder umstellen. So, wenn jetzt hier so präzise Sachen kommen und so. Ich weiß ja nicht, sieht man die Maus eigentlich? Keine Ahnung. Dann möchte ich die Steuerung. Ich glaube, das war jetzt das Feature für den ersten Teil. Hoffentlich. Klopft mal auf Holz, dass das so ist. Und dass ich jetzt wieder die Steuerung umstellen kann in einem guten Gewissen, dass es dann nicht wieder scheiße wird. Hoffentlich. So. Und wie gesagt, das war jetzt gerade mit Abstand der schwächste Teil bisher im Spiel. Mit Abstand. So. Das. So. Ach, natürlich. So am Anfang. Das macht jetzt aber nicht allzu viel. So. Nicht speichern? Natürlich nicht. Aber warum hat er dann so einen großen Jump da gemacht? Ach komm, jetzt jump doch von der scheiß Ecke da ab und nicht immer nur runterdroppen lassen hier. Alter, ohne Spaß, was ist das für ein Jump? Ist nicht einfach, glaube ich. Alter Schwede. Ist das ein Jump, den man mit einem Jump machen soll, oder soll man den mit zwei machen? Gute Frage, nächste Frage. Das ist auf jeden Fall wieder so ein angehauchter Jump. Kann ich mal sagen. Okay, danke. Das erinnert mich gerade so ein bisschen an Meat Boy. Hat so einen Charakter, da gab es auch so Level. Aber da musste man dann deutlich schneller durch. Okay, unten ist einiges einfacher als oben. So. Nur wieder zurück. Yay! So, speichern. Das erinnert schon schwer an. Ich brauche hier gerade alles so ein bisschen. Vielleicht auch, weil es da auch ein Level. Ach nö! Warum denn? Lol, das hat mich ja gerade gekillt. Und Spaß, ich hab nicht den Selbsttötungsbutton gedrückt. Ich weiß nicht ganz genau, was mich da gerade getötet hat. Ja. Ganz ehrlich, ne? Never. Ach, ich hab... Muss ich die Steuerung doch wieder umstellen, oder was? Ohne Spaß, das ist... Diese Seildinger sind echt ein Scherz.
Ja. Gut, präzise Jumps mit der Steuerung. Das wird bestimmt funktionieren. Hehe. Achso, dann muss ich das dann machen. Klappt super. Ach komm. Ich glaube auch. Ich weiß nicht, ob das gewollt ist, aber ob man wirklich, wenn man so quer geht, ob man dann schneller sein soll. Keine Ahnung, ob das ein gewollter Effekt ist oder ob das auch einfach nur hart am Rumbacken ist. Ich weiß es nicht. Gute Frage, nächste Frage, ne? Alter, und da hing er wieder an der Wand fest. Ich werde wahnsinnig. Ich werde wahnsinnig. Literally werde ich hier wahnsinnig. Ich darf da nicht so nah an der Wand gehen, ansonsten hängt er sich da auf. Super ist das. Klasse. So, das ist jetzt so ein Präzisionssprung, da werde ich halt, schaffen. Meine ich natürlich. Meine Fräse, ey. Bitte lass mich speichern, schon. So, mittlerweile kenne ich übrigens die Zahlen, die ich da ändern muss, kenne ich auswendig einfach. Das ist halt das Traurige an der Nummer. Das heißt, ich kann jetzt verhältnismäßig schnell, ich lass das Ding auch einfach im Hintergrund offen. Kann jetzt verhältnismäßig. Ah, oh mein Gott. Verhältnismäßig schnell. Ach, mein Gott. Spring doch ab. Das ist wieder mein Lieblingsfeature, die Plattform. Okay, bei dem zweiten bin ich echt noch ein bisschen überfragt. Was da für ein Jump her muss, what the fuck? Oh. Ah, kann ich natürlich durchfahren. Ist natürlich geschickt, dann da zu springen. Leck mir mal am Arsch. Zumindest glaube ich, dass ich da durchfahren kann, oder? Also ist die Plattform ist doch wohl absolut und vollkommen über dem Ding drüber, oder nicht? Wahrscheinlich werde ich da gleich dann einmal sterben. Noch nicht. Na gut, so. Okay. Okay. Das könnte noch Probleme machen. Eventuell. Ich bitte dich. Komm schon. Der zweite da ist echt irgendwie mein Nemesis. Was soll denn das? Der jedes Mal irgendwie zu hochjump. Ich jump da schon wieder. Ich werd wahnsinnig. Das hat mir ja einen Takt gebracht da. Warum ist denn der eine, wo man nicht jumpen muss? Ich meine, es funktioniert ja obviously, ja? Das heißt, ich sterbe da auch ab und an dran, weil ich einfach denke, hey, du musst springen, aber du musst gar nicht springen, weil man nicht springen muss. Ja, gut, Plattform, nimm mich schon mal mit, ne? Wollte ich ja auch ganz bestimmt. Ah, oh, da war ich zu schnell. Da war ich zu schnell für die Plattform. Ach, wollte gerade sagen, jetzt aber. Und dann verrenke ich natürlich.